Ja, mein Name ist Lars Walle, ich bin knapp 52 Jahre alt. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren in der Schützengesellschaft Letter. Eigentlich von Geburt an, wie man immer schön sagt, schon im Mutterleib damit groß geworden. Ja, ich bin seit über 30 Jahren in der Vorstandsarbeit tätig, erst in der Jugendleitung, dann in der Sportleitung. Und der größte Erfolg für mich ist ja nicht mein Erfolg, sondern der Erfolg des Sportlers, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn Sie eine Sportlerin trainiert haben, die jetzt 2021 in Tokio an der Olympiade teilgenommen hat, das ist schon spannend, wenn man das dann im Fernsehen sehen darf, wie dort ein ehemaliger Sportler um olympische Medaillen kämpft. Das ist schon ein tolles Gefühl. Und das spornt auch immer wieder an und hat auch immer wieder angespornt, solche Dinge immer weiterzumachen, immer weiterzumachen. Und ja, unsere Gesellschaft ist, unsere Schützengesellschaft ist jetzt aus dem Gründungsjahr 1834. Also da steckt schon eine riesengroße Tradition dahinter, die man natürlich dementsprechend auch fortführen möchte, was ältere Generationen aufgebaut haben. Es ist schon eine große Aufgabe, diesen Verein weiter fortführen zu können. Wir sind Letter Fit, miteinander, füreinander e.V. seit 2005. Der Verein besteht aus sozial engagierten und politisch interessierten Menschen, die sich für ihren Stadtteil Letter einsetzen. Treffen Sie uns unabhängig vom Alter, Geschlecht, Herkunft oder Religion. Beim offenen Stammtisch am ersten Montag im Monat um 18 Uhr im Icarus 2 zum Informationsaustausch, politischen Diskurs, Planung etc. Beim offenen Kaffee trinken montags um 15 Uhr in der Seniorentagesstätte zum Klönen und Austausch und was sonst noch gewollt ist. Beim lebendigen Adventskalender zu gemeinsamen besinnlichen Momenten und der Begegnung. Zu zahlreichen anderen Aktivitäten wie zur Stadtführung oder dem Kastanienfest. Nähere Informationen zu unseren Aktivitäten erhalten Sie unter www.letterfit.de. Gisela Borchers ist eine engagierte Bürgerin aus dem Stadtteil Letter. Seit vielen Jahren kümmert sie sich um die öffentliche Grünfläche neben der Bushaltestelle Kastanienplatz. Die Idee zur Pflege dieser Fläche entstand aus Eigeninitiative und wird von ihr mit eigenen Mitteln finanziert. Bei der Gestaltung der Rasenfläche pflanzt Frau Borchers nicht nur Blumen, sondern stellt auch bunte Figuren und Dekoartikel auf. Durch die Verschönerung dieser Fläche trägt sie zu einem bunten und lebenswerten Seelze bei. Immer wieder aufs Neue freuen sich die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Letter über die bunten und kreativen Dekorationsideen von Frau Borchers. Für die Zukunft wünscht sie sich, weitere Grünflächen in Letter pflegen und dekorieren zu können, um so zu einem bunten Letter beitragen zu können. Ja, ich bin Oliver Wese. Ich bin beim Seelzer Brotkorb. Der Seelzer Brotkorb ist ein ganz interessantes Crossover aus Tafel- und Foodsharing. Wir gehören weder der einen noch der anderen Organisation an, wir arbeiten aber auf gleichem Gebiet. Also sprich, wir holen die Lebensmittel, die sonst entsorgt oder vernichtet würden, bei den Supermärkten Industrie ab und verteilen diese an die bedürftigen Seelzer und Seelzerinnen. Im Moment ist es aber so, dass viele Spenden sehr großzügig sind. Wir hatten erst eine über knapp 20.000 Euro zum Lebensmittelzukauf, wofür wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Aber wir müssen planbar sein, gerade in der heutigen Zeit, wo die Spenden der Supermärkte einfach nicht mehr ausreichen, brauchen wir regelmäßige Unterstützung. Und im Moment haben wir die Aktion dabei mit drei, wo wir die Seelzerinnen und Seelzer darum bitten, uns monatlich mit gerade mal 3 Euro zu unterstützen. Ist nicht viel Geld, tut einem nicht weh, aber uns hilft es ungemein. Mein Name ist Jörn Herrmann. Ich bin über 30 Jahre im ehrenamtlichen Bereich in verschiedensten Organisationen und Vereinen hier im Gebiet Seelze tätig
Und im Vorfeld möchte ich allen meinen ehemaligen und auch jetzigen Mitstreitern, insbesondere meiner Familie, dafür danken, dass die mir bei diesen ganzen Aktivitäten immer den Rücken freigehalten haben. Denn ohne dieses Umfeld wäre vieles gar nicht möglich gewesen. Denn nur unter dem Motto, gemeinsam können wir Dinge bewegen, von denen man eigentlich glaubt, dass man es gar nicht schaffen könnte. Ja, und das ist auch, wie gesagt, das größte Lob sind nicht irgendwelche Auszeichnungen oder Ehrungen, wie ich meine, sondern wenn der normale Bürger mich auf der Straße anspricht und sagt, wir haben hier ein Projekt von euch, von dir, von euch gesehen und das war eine schöne Sache und das hat viel Spaß gemacht. Und das ist, finde ich, immer die größte Auszeichnung. Ich bin Reinhard Haubrich, bin zweiter Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Almhorst, komme auch aus Almhorst entsprechend und bin hier, um eben halt über den Verein zu berichten, der unter anderem eben halt die Kapelle Almhorst betreut, diverse Pflanzaktionen im Ort gemacht hat, Bänke aufgestellt hat, Photovoltaikanlagen gebaut hat für die Dorfgemeinschaft und eben halt Veranstaltungen wie die Dorfolympiade macht. Arbeitsgemeinschaften haben wir gebildet, die sich um auch politische Themen teilweise kümmert, die nicht so richtig vorangehen, dass eben halt entsprechender Bürgerinput kommt und sind momentan 100 Mitglieder. Bei den Pflanzaktionen ist noch zu merken, dass wir jeder, der in Almhorst etwas vor sein Haus pflanzen will, natürlich die Rechnung unserem Verein geben kann. Er bekommt das Geld wieder. Und wir wollen allerdings, dass eben halt das Ganze von den Leuten dann auch betreut wird. Mein Name ist Birgit Wiegmann, ich wohne in Velber und mache das Kinderturnen in Velber seit mindestens 20 Jahren als Übungsleiterin. Wir haben dort drei Gruppen, wo Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren insgesamt turnen. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Kinderturnen in Velber noch sehr lange läuft und dass viele Kinder einen Spaß am Sport haben und an der Bewegung finden für ihre Zukunft. Mein Name ist Ronja Haferkamp, ich bin geboren als Ronja Wiegmann, genau die Tochter von Birgit Wiegmann, die war ja eben schon im Interview. Ich bin beim SV Velber tätig, auch in der Sparte Gerätetouren. Grundlegend sind wir sehr dankbar für die Nominierung. Das betrifft Mathis, Birgit und mich, also wir möchten wirklich in aller Form Danke sagen. Bei den Menschen, die da an uns gedacht haben, die uns da berücksichtigt haben. Und was wir uns für den Verein wünschen, ist, dass Vereine grundlegend Aufwind erfahren, weil Vereine werden sich verändern müssen. Die Gesellschaft verändert sich und damit Vereine da mithalten können, braucht es frischen Wind. Ich wünsche also Menschen, die partizipieren, ob es junge Leute sind, ob es alte Menschen sind, das ist ganz egal. Ich wünsche mir Menschen, die sich engagieren. Und als ich einmal einen Brief von einer Mutter bekommen habe, stand vorne drauf, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. Und ich wünsche mir, dass in den Vereinen in ganz Hannover und auch im besten Fall überall Menschen arbeiten, die ihre Segel ganz bewusst setzen. Egal wie sie sie setzen, es ist gut, dass wir die alle unterschiedlich setzen, aber wir brauchen ein Bewusstsein dafür.